Schön, euch heute am Morgen auch wieder mal real zu sehen. Nicht nur virtuell oder nicht nur auf grosse Distanz. Sogar wenn wir die Kirche gegen aussen gekehrt und nur wenige sind aufgrund der Tatsache, dass auch der Himmel heute feuchte Aussprache hat und auch eine Maske tragen. Aber das haben wir leider nicht können verfügen. Schön hat es euch hergeblasen. Die Wetterphänomene haben etwas mit dem zu tun, was wir heute miteinander anschauen wollen. Es steht doch an einem Ort in einem biblischen Psalm. Gott, du kommst manchmal auch wie auf den Flügel vom Luft. Es ist, wie wenn du die Wolken würdest als Wagen, heute würden wir sagen, als dein Auto brauchen. Der Wind ist die Botschaft, der Feuer und Flammen sind deine Diener. Also so Phänomen vom Wetter, Wind und Luft und Sturm und Gewitter. All das als Gleichnis, als Bilder für die Präsenz, für die Anwesenheit von Gott. Aber eben, was jetzt? Ändert die feuchte Himmelsaussprache oder ändert das Gewitter? Ändert der Sturm oder ändert die Beise? Was ist jetzt das bessere Gottesbild? Dann wollen wir mit einer Geschichte nachgehen. Es gibt eine ganz eindrückliche Geschichte, kurze Erzählung in der Bibel, schon im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, wo erzählt, was da einer erfährt und was das mit seiner Frage nach wer und wie ist der Gott zu tun hat. Die Geschichte erzählt jetzt zusammen. Heute begegnen wir einem Mann, der vor langer, langer Zeit gelebt hat. Einem Elia. Er hat in einem Land gewohnt, wo ganz viel Wüste war. Dort hat es fast nie geregnet. Und wenn es mal geregnet hat, haben sie einen Freudentanz gemacht. Der Elia hat manches Schwieriges erlebt und hat darum manches fast nicht mehr mögen. Immer wieder hat er sich eingesetzt für Gerechtigkeit. Aber an dem hatten nicht alle Freude gehabt. Aber der Elia hat auch immer wieder erlebt, dass Sachen passiert sind, die er fast nicht glauben konnte. Einmal, wo er wieder in die Wüste gegangen ist, weil er einfach nicht mehr mögen hat, ist er unter einem Strauch eingeschlafen. Als er erwacht ist, steht neben seinem Kopf ein Krug mit Wasser und ein bisschen Brot. Das hat ihm gerade wieder Kraft gegeben, für das er zum Berg können hat, wo er herwollen hat. Bei diesem Berg hat sich der Elia nämlich immer wieder gut gefühlt. Sicher. Ist auch Gott in diesem Berg daheim, hat er manchmal gedacht. Als schon fast Abend war, ist der Elia beim Berg angekommen. Er sucht sich eine Höhle und schläft ganz schnell ein. Plötzlich der Elia träumt. Eine Stimme sagt zu ihm: Gang raus vor die Höhle. Du wirst sehen und erleben, wie Gott vorbeikommt. Der Elia erwacht, reibt sich die Augen. Was ist jetzt das gewesen, denkt er. Aber schlafen kann er nicht mehr. Darum geht er vor die Höhle. Gott soll da vorbeikommen, denkt der Elia. Da bin ich einmal gespannt. Wo der Elia dort so gestanden ist und alles Mögliche überlegt hat, hat es fest angefangen zu stürmen. Nicht nur ein bisschen Luft. Sogar grosse Steine donnern vom Berg oben ab. Auf allen Seiten. Richtig gefährlich ist es geworden. Und der Elia steht einen Schritt zurück.
Aber Gott ist nicht in diesem gefährlichen Sturm gewesen. Eigentlich, so hat Elia gedacht, wäre das doch schön, wenn Gott wie ein Sturm alles, was nicht gut ist, würde wegluften. Das würde mir gefallen. Der Elia schaut seine Beine an. Träumt er schon wieder? Nein, er ist ja wach. Aber der Boden bewegt sich. Ein Erdbeben hudelt alles zusammen. Der Boden scheint wie auseinanderzufallen. Und schon ist es vorbei. Wenn Gott einfach so alles zusammenhudeln könnte. Wow, denkt der Elia, das wäre super. Aber dort vor dem Berg, Feuer, wie wenn ein Vulkan ausbricht, zu allen Ritzen vom Berg leuchtet die Flamme. Hier und dort. Der Elia steht wieder ein bisschen zurück. Das Feuer geht vorbei. Die Wärme spürt er. Alles, was nicht gut ist. Wenn Gott das Feuer ist, dann könnte er das alles verbrennen. Der Elia geht wieder einen Schritt vor und da kommt eine angenehme, feine Luft. Streicht fein über die Steine vom Berg und Elia über das Gesicht. Uff, nach all dem, was ihm Angst gemacht hat, tut das so richtig gut. Elia, woher kommt jetzt die Stimme? Elia, was machst du da? Ist das Gott, der zu ihm redet? Mit dem feinen Luft? Nicht mit Sturm, Erdbeben und Feuer. Da könnt ihr doch viel mehr erreichen als in diesem angenehmen Luft. Und die Stimme sagt weiter, Elia, gang zurück. Gang aus der Wüste. Dort brauche ich die Mut und die Kraft, zum weiterhelfen, dass auf dieser Welt Gerechtigkeit möglich wird. Der Elia hat noch eine Nacht in der Hölle am Berg geschlafen und dann ist er zurück. In seinen Gedanken hat er immer wieder gestaunet. Gott war nicht im Sturm und nicht im Erdbeben und nicht im Feuer gewesen. Erst im feinen Luft. Braucht auch ich nicht nur Kraft für das Kämpfen. Man sieht es nicht, man riecht es nicht, man spürt und hört es eigentlich nicht. Und doch ist es elementar lebenswichtig. Was ist das? Ist klar, Luft, aber wenn man nicht mit all dem schon angefangen hätte bis dahin, wäre das ja vielleicht nicht ganz eindeutig. Es Rätsel. Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man spürt es nicht, man hört es nicht. Einmal, wenn es windstill ist. Und doch ist es entscheidend lebenswichtig. Die Luft. Aber ja nicht nur lebenswichtig im Sinn von, dass wir überhaupt leben und überleben, sondern eigentlich auch zu unserer Freude. Wir hören uns gegenseitig, wo da Luft zwischen uns ist. Sonst würde ich da nur das Maul auf und zu tun im Vakuum oder würdet nichts hören. Wir hören Musik, wir hören Töne, nur dank der Luft. Das Vakuum wäre schalltot. Aber die Luft überträgt ja den Duft der Blumen, von eurem Sonntagmorgen-Parfum, das ihr eingestrichen habt. Mein Vater hat aber gesagt, er tue ich nach dem Rasieren, das, was er da anmache, das sei geschmöckchen Wasser, hat er aber gesagt, für uns Kind. Schmöcke Wasser. Der Geruch von unseren Liebsten. Der Gestank von der Stadt, manchmal schon vom Misthaufen vom Nachbarn. Aber noch viel mehr. Die Luft dreht der Vogel im Flug. Kinder spielen mit Seifenplattern. Die von euch, die rauchen, vielleicht mit dem Zigarettenrauch. Oder im Sommer, heute nicht so einen Tag, der Duft, den uns entgegenschlägt, wenn die Leute im Dorf am Grillieren sind.
Ja, und eben seit ein paar Wochen. Seit ein paar Wochen, seit 10 Wochen oder mehr wissen wir, Luft kann auch schon ganz schön fies sein. Weil in ihrem Raum, das Wort Luft heisst ja mit einem Fremdwort oder die anderen Sprachen Aero, Air. Aero in diesem Luftraum ist nicht nur Parfum, Bratenduft und schöne Töne unterwegs, sondern eben auch gelöst, aufgelöst und verdünnt in dieser Luft eben auch Viren. Aerosol, gelöst in der Luft, wortwörtlich. Darum sind wir los. Darum Distanz, darum nicht anhauchen, nicht anhusten. Dass wir es ein bisschen verdünnen können, sind wir da. Manchmal muss ich Masken tragen, wenn ich eng mit anderen zusammen bin, für dass die Luft, die ich ein- und ausatme, wenigstens ein bisschen gefiltert ist. Verrückte Welt, gell? Wem kann man noch trauen? Nicht einmal mehr der Luft. Frische Luft hat ganz eine neue Bedeutung bekommen. Und jetzt so haben wir im Einleitungszitat und in der Erzählung vorhin gehört, jetzt ist Luft vom Sturmwind bis zum Säuseln, vom stark bis gar nicht mehr wahrnehmbar oder fast nicht mehr wahrnehmbar, offenbar ohne Gottesbild. Vom grossen Nichts, sozusagen, wo man nichts sieht, vom leeren Raum, von der Betonung von all dem, was von Gott nicht greifbar, nicht sichtbar, nicht fassbar, nicht spürbar ist, und doch wichtig, bis hin zum Sturm, wo sie Hilfe soll sein. Offenbar ist das ganze Spektrum, kann es Gottesbild sein. Vom Nichts bis zum Erdbeben. Von totaler Unsichtbar und Ungreifbarkeit bis zu dem, was hudelt und tönt. Aber was jetzt vor allem und was wenn? Für einen grossen Teil von der Bibel und ich denke auch für einen grossen Teil von dem, was Menschen normalerweise erwarten, auch ich, und ich nehme an, auch dir, was wir erwarten, wenn wir Gott sagen oder wenn wir denken, Gott ist oder Gott ist nicht. Denken wahrscheinlich die meisten biblischen, aber auch jetzigen Menschen zuerst an einen Gott, der doch bitte, bitte, sagen wir auch, endlich mal wieder ein bisschen rebelt, oder in dieser Welt. Das wäre es doch. Gerade in der heutigen Welt, wenn Gott wäre und wenn etwas mit ihm wäre, dann würde es doch endlich wieder rauschen. Hudeln. Klepfen. Vielleicht sogar reinfahren. Dann sehe ich mir, hört ihm, spürt ihm endlich wieder mal etwas. Wieder mal so alles aufmischen, durcheinander wirbeln, Dächer abdecken, Fundament freilegen. Aufmischen, das hat doch jetzt gefragt, das hat doch nötig, oder nicht? Das ist eigentlich schon gegen den Tenor von der Gotteserwartungen und auch vielen beschriebenen Gotteserfahrungen gewesen. Der Schöpfungswind über dem Chaos am ersten Schöpfungstag. Der Sturm in der Sintflut. Das Gewitter über dem Gottesberg, wo der Mose die 10 Gebote ist geholt. Bis hin zum Elia selber, wo wir vorhin gehört haben, der in seinen Auseinandersetzungen mit den Mächtigen im Land es auch so richtig als Prophet hat krachen. Das haben wir noch jetzt gar nicht erzählt, das geht dieser Geschichte nicht voran. Und doch, das ist das Spannende an dieser Geschichte. Doch, wenn es wirklich darauf abkommt, wenn nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich etwas soll sich ändern oder entstehen, wirklich etwas Neues anfangen, dann geht das offenbar nicht mit Sturm. Und nicht mit Begleiterscheinungen wie Feuer und Erdbeben, sondern eben fast unhörbar. Man muss gut herhören, für überhaupt wahrzunehmen, etwas von dem Gott, der wirklich ist.
Wortwörtlich heisst es dort, das ist so schön hebräisch übersetzt, das, was Elia da schlussendlich tatsächlich ist, als Gottes Gegenwart entgegenkam, wie die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Nach Feuer und Sturm und Erdbeben, wo es immer wieder heisst, und Gott war nicht im Sturm, Gott war nicht im Feuer, Gott war nicht im Erdbeben, am Ende kam die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Was ist das für euch? Machen wir das mal vor. Was ist das? Die Stimme oder der Ton eines verschwebenden Schweigens? Fast nichts. Okay. Fast nichts. Und genau das sind die primäre und die wichtigste Existenzform, Gegenwartsform von Gott in dieser Welt. Bitte ein bisschen zu denken, gell? Und mir schon. Und auf der anderen Seite ist es so befreiend. Weil es zeigt ja auch, vielleicht ist Gott manchmal näher bei denen, die sagen, sie haben die Mühe, überhaupt in dieser Welt noch wahrzunehmen, als denen, die ganz laut aus der Posaune und sagen, oh, da ist er denk, schau, da ist er, dort ist er, merkst du den nicht, lass doch und schau doch. Gut, Martin sagt einmal, Gott ist nie selbstverständlich. Das lernen wir, Gott sei Dank, nicht zuletzt von den Atheisten. Sagt Kurt, das ist spannend. Aber sind die, die behaupten, von Gott kann man gar nicht wahrnehmen. Vielleicht ist er manchmal dort auch präsent. Darum feiern wir, und das am Schluss als Christenheit, Gott seit den Pfingsten, wo wir jetzt gerade hinter uns haben, primär in seiner luftigen Form. Seit den Pfingsten steht etwas im Vordergrund bei der Gotteserfahrung, die wir als Wehen von einem Wind bezeichnen, als geistige Kraft, als unsichtbare und doch wirksame Kraft. Normalerweise sagen wir ja, wenn wir jemanden wie Luft behandeln, ist das etwas Negatives. Das heisst, du nimmst mich nicht wahr, du behandelst mich wie Luft, oder? Ich hoffe, das sagen dir lange der Ehe nicht, du behandelst mich wie Luft. Das ist nicht so schön. Aber vielleicht hat das auch eine Seite, jetzt geht in Bezug auf die Gottesfrage, die sagt, Gott wie Luft behandeln. Fein, zart, aufmerksam, hat auch eine positive Seite. Eigentlich ist es ganz schön. Draussen, umweit von etwas kühler, frischer oder gar feuchter Luft, ist vielleicht mehr Gotterfahrung als da innen, wo man schlecht lüften kann, sehr vorsichtig müssen sein, im Moment noch, vielleicht noch lang. Schön sind wir drum draussen und können singen, eben in der Stimme eines verschwebenden Schweigens, als Hebräisch heisst der Gotteswind und Luft ja Ruach, Wind, Luft, Geist. Thank you.
Leben Kraft nimmt. Vom Himmel wieder oben, wie im Stall.